AVS Media Day. Jo, was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und zwar habe ich hier einen brandneuen Solo Unlimited Money Glitch für euch am Start, okay? Das Ganze hier hat für uns Toto Facile Français herausgefunden und ich finde diesen Glitch ultimativ leicht, okay? Schaut euch hier die ganzen Sachen an und hört mir zu, was ich mache. Und das Ganze machen wir in einer öffentlichen Sitzung, okay? Also ganz normal öffentliche Lobby. Und wir benötigen hierfür die Basis, okay? Die Avenger brauchen wir hierfür nicht, also falls ihr Fragen habt oder so, Avenger brauchen wir nicht und Spezialfahrzeuge brauchen wir hier drin auch nicht, okay? Wir müssen einfach nur 7 Autos drin haben, ja? Die Basis Vollmeldung bekommen, ganz easy. Ob jetzt da drin 7 RH8s drin sind oder Retros, völlig egal, okay? Bei mir sind es halt Retros. So, schaut euch natürlich auch dieses Video bitte bis zum Ende an, dann checkt ihr das Ganze. Ich finde ihn sehr, sehr leicht. Also, wir verlassen jetzt hier die Basis ganz normal. So, jetzt rufe ich meinen Mechaniker an und ich hole mir jetzt halt das Auto, was ich duplizieren will, okay? Und bezüglich der Garagen, es ist völlig egal, in welcher Garage wir das machen, ja? Ob das jetzt eine 10er, eine 6er Garage ist, eine 2er Garage oder sogar die Firmengarage, okay? Jedenfalls muss diese Garage wirklich voll sein. Ihr sucht euch eine aus, macht sie voll, am besten mit 10 kostenlosen RH8, okay? Ich habe hier in der obersten Garage 3er Alter Street, habe ich hier, seht ihr das, 2 kostenlose RH8s, okay? Also werde ich auch mir 2 Retros duplizieren, einfach hier über diese kostenlose RH8. Wie gesagt, so viele duplizieren wollt, so viele Autos knallt ihr halt rein. Aber die Garage muss voll sein, am besten mit kostenlosen RH8, okay? So, in meinem Fall, wie gesagt, 2 Stück. Und ihr müsst dann von einer anderen Garage das Auto holen, was ihr duplizieren wollt. Ich empfehle halt nur, um Geld zu machen, nur den LG Retro Custom oder den Karin Sultan RS. Okay, ihr könnt auch gerne andere Autos duplizieren, aber die werden alle die 50k Meldung haben. Okay, so, ich rufe jetzt hier einfach einen anderen Retro Custom von einer anderen Garage ab. Und ihr müsst euch jetzt hier vergewissern, Touchpad-Taste drücken, Interaktionsmenü aufmachen. Und zwar Spawnpunkt müsst ihr wirklich auf die Garage setzen. Ja, nicht Apartment, sondern direkt Garage, wo sich eure kostenlosen RH8s befinden. So, in meinem Fall ist es halt einfach die 3er Alter Street und speichert das Ganze ab, dann ist das safe, indem ihr einfach hier über das Interaktionsmenü auf Stil ein Outfit wechselt und dann kommt auch rechts unten die Ladeschnecke. So, warum machen wir das Ganze mit dem LG Retro Custom? Weil er halt wirklich am meisten Kohle bringt, die Duplikate, ja, da wird es keine 50k Meldungen geben. Und tunt ihn halt so weit wie möglich auf. Und hierfür braucht ihr wirklich das iFruit-Kennzeichen. Okay, ein eigenes Kennzeichen drauf machen, definitiv. Über Google könnt ihr, wenn ihr nicht wisst, wie das geht, einfach googeln, wie man iFruit-Kennzeichen erstellt. So, das Ganze auch machen wir hier mit einer App. Und zwar entweder Spotify, geht am schnellsten zum Downloaden, oder Headset-App, YouTube-App, was auch immer. Irgendeine App, die GTA anhalten kann, okay? Ich mache das immer mit der Spotify-App und ihr müsst euch wirklich vergewissern, dass ihr auch den richtigen Spawnpunkt für die Garage habt, okay? So, seid ihr soweit, dann könnt ihr ganz normal zur Basis fahren, bis halt die Basisvollmeldung kommt. So, Basisvollmeldung, und hier müsst ihr einfach nur extrem schnell sein. X und sofort PS-Taste, ja? Ihr könnt es halt mit dem linken Daumen so schnell wie möglich die PS-Taste dann drücken, sobald ihr halt mit dem rechten Daumen natürlich die X-Taste betätigt habt, okay? Dann müsst ihr echt schnell sein. X und sofort PS-Taste. Und dann natürlich schnell auf Spotify. Wir machen das jetzt einmal gemeinsam. X, Spotify und alles durchspammen, okay? So, ihr wisst, was zu tun ist. Dann können wir ganz normal halt GTA starten. Und die Meldung Verbindung zur Sitzung verloren natürlich ganz normal mit X bestätigen. So, jetzt kommen wir einfach in eine neue Lobby und dann sollten wir auch in der Garage spawnen, die wir auch richtig eingestellt haben.
So, ich spawn jetzt hier in der 3er Alter Street. Und jetzt muss auf jeden Fall in der Garage links oben die Fahrzeugliste rauskommen. Wenn sie nicht da ist, dann wart ihr viel zu langsam, okay? So, ihr seht es, da oben links ist die Fahrzeugliste. Und jetzt platziert ihr halt den Retro Custom einfach über einen kostenlosen RH8. Boom, ihr seht es. Da hinten ist jetzt der Retro Custom. Und jetzt speichert es natürlich rechts unten ab. Perfekt. Jetzt könnt ihr das so machen, entweder fahrt ihr hier mit irgendeinem anderen Auto aus einer anderen Garage, nicht von dieser Garage halt, einfach zur Basis, oder ihr macht das so wie ich, ihr stellt jetzt einfach den Spawnpunkt wieder auf eure Basis und findet wieder eine neue öffentliche Lobby. So, ich gehe einfach auf neue Sitzung finden. So, bin jetzt ganz normal hier in der Basis angekommen. Verlasse ganz normal die Basis. Jetzt dürft ihr halt auf jeden Fall nicht vergessen, über das Interaktionsmenü wirklich den Spawnpunkt wieder auf dieselbe Garage zu stellen, wo halt eure kostenlosen RH8 sind, okay? So, jetzt rufe ich dann hier nochmal meinen Mechaniker an und fordere einfach aus einer anderen Garage den LG Retro Custom an. So, da ist wieder der Retro Custom. So, fahre jetzt wieder ganz normal zur Basis, bekomme die Basisvollmeldung. So, Basis voll. Und jetzt wieder hier extrem schnell X und dann PS-Taste und wieder eine App starten. Bam. Spotify. Und dann starte ich wieder GTA. Die Meldung wieder einfach wegdrücken mit X. So, jetzt spawne ich wieder hier in der 3er Alter Street. Und wie gesagt, falls bei euch hier die Fahrzeugliste links oben nicht kommt, dann wart ihr halt einfach viel zu langsam. So, perfekt, links oben ist bei mir hier die Meldung und platziert halt wieder auf einen kostenlosen RH8. Und ihr seht es, jetzt habe ich da hinten anstatt zwei kostenlose RH8 den Retro Custom, okay? Und beweise euch das Ganze natürlich noch, hier gehe ich ins Internet und bestelle halt nochmal kurz einen neuen RH8. Zeige euch das halt in der Liste, dass ich nur noch Retros habe. Hier 3er Alter Street. 10 Retros und von der Garage, wo ich die abgerufen habe, genauso noch 10 Retro Custom, okay? Also der Glitch ist ziemlich leicht, macht ihn, solange er noch funktioniert, und lasst mir auf jeden Fall ein Like hier auf dieses Video und ja, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns natürlich beim nächsten Video und hier noch natürlich ein Gruß an die ganzen Hater. Peace!